wir sind stinksauer. Ich sag's auch so, es ist auch bayerische Vertretung heute mit hier. Wir sind sauer, gerade hier in München auch zu stehen und zu hören und zu lesen. Vor kurzem, die Frau Müller hat einen Artikel auch dabei, dass unsere bayerische Ministerin nicht einmal eine Milchmarktkrise sieht. Wir wollen heute bildlich darstellen, dass man bisher aus der vergangenen Milchkrisen scheinbar nichts gelernt hat. Man hat immer noch dieselben Instrumente, aus der Griff in die Mottenkiste, dass man versucht, wie man es bei den Krisen 15, 16 und 12 und 9 auch gemacht hat, mit Steuergeldern das Problem zuzudecken. Ja, nicht nur zuzudecken, man will es mit Milchpulver lagern, man hat jetzt diese private Lagerhaltung beschlossen, diese Überschüsse quasi einlagern, das Problem verlagern. Das sehen wir hier, ist aufgebaut, dieses Milchpulverlager, wo sehr schön auch die Seilschaften aufzeigt, wie kam es zu diesem Beschluss vor wenigen Wochen. Die EU-Kommission war nicht der Initiator, der Ideengeber. Es war, der BDM weist seit vielen Wochen darauf hin, dass dunkle Wolken aufziehen aufgrund der Corona-Krise. Was ist passiert? Wir haben darauf gepocht, wir brauchen eine EU-weite, ein Instrument, wo wir EU-weit möglichst rasch reagieren können, um die Menge der eingebrochenen Nachfrage anzupassen. Jetzt ist passiert, dass sich der Deutsche Bauernverband hier vom Rugby dargestellt, sehen wir also vorne hier an den Säcken, gemeinsam mit dem Milchindustrieverband, der ganz oben steht und das Pulver einlagert, verständigt hat, wir fordern jetzt Zuschüsse vom Staat, wir fordern Subventionen und lagern die überschüssigen Mengen ein. Wir bekommen dafür Steuergelder. Wir waren ein wenig verwundert, dass die so schnell Zustimmung findet, aber wenn Sie denn da die Seilschaften, Deutscher Bauernverband, Milchindustrieverband hier bei der Matte stehen, bei der Bundesministerin, dann geht das ziemlich zügig. Ziemlich schnell wurde das genehmigt. Jetzt in der Situation leerer Kassen und wurden also hier, wenn also momentan quasi durch Pulvereinlagerung versucht, das Problem zu lösen. Was uns noch saurer aufstößt, jetzt komme ich nach Bayern auf, Herr Sauer, der letzte AMK-Beschluss, der da gefasst wurde dazu. Bisher war Bayern der Taktgeber. Der Taktgeber, und darauf sind wir in Bayern auch stolz gewesen als bayerische Milchbauern. Das war das Ergebnis des runden Tisches Milch, was hier auch bei vielen Runden mit dabei war. Der Taktgeber, dass man neue Instrumente braucht, wenn Wolken aufziehen am Milchmarkt. Dass man neue Instrumente braucht, die dahin gehen, wir müssen in Zeiten knapper Ressourcen, knapper leerer Kassen ein Instrument haben, wo wir möglichst schnell die eingebrochene Nachfrage vom Milchangebot hier anpassen kann, und zwar europaweit. Und da, wo es Bayern immer wieder auf den Tisch kaut hat bei den letzten AMKs und eingefordert hat, und es gibt dann auch einen Landtagsbeschluss in München hier, der es sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, parteiübergreifend und alle Vertreter zugestimmt. Wir fordern ein, dass der Bund auf EU-Ebene sich dafür einsetzt, dass man bei Krisen auch möglichst schnell die Menge zurückfahren kann. Und zwar die Produktionsmenge bei den Bauern. 2-3% sind für uns Bauern überhaupt kein Problem, wenn sichergestellt ist, dass jeder mitmacht. Und dafür braucht es einen Rechtsrahmen. Dieses Instrument ist unter den Tisch gefallen. Ich weiß nicht, wo es liegt, Herr Dauer. Wir sind sauer, dass bei der AMK überhaupt gar nicht das thematisiert wurde. Ja, im Gegenteil, ich muss sagen, alle Parteien, sogar die grünen Parteien, haben sich alle hinter den jetzigen Beschluss gestellt, haben wir praktisch versucht, das auch für gut geheißen hat, weiterhin mit dem Steuergeld jetzt über das Instrument private Lagerhaltung. Das heißt also, man gibt der Milchindustrie Geld dafür, dass sie diesen Überschuss, der derzeit gemolken wird, dass sie den einlagern. Aus unserer Sicht eine Enttäuschung, keine Lösung für Zukunft. Prächtige Milchpolitik, die Rabobank hat prognostiziert. Denn Rabobank ist ja die Institution, was sich alle Molkereiexperten darauf stützen, hat prognostiziert, dass wir die nächsten Wochen, Monate einen noch stärkeren Druck haben werden. Und wir wissen alle, da brauchen wir keine, das wissen alle, die sich mit Milchpolitik beschäftigen, der Milchpreis wandert immer 6-8 Wochen den Marktnotierungen hinterher. Wir haben Marktnotierungen, Weltmarkt ist irgendwo bei 20 bei 25 bis 30 Cent für die Erlöse. Wir stellen fest, die Spotmärkte sind stark unter Druck, der Mengendruck steigt und wir tun nichts. Das ist für uns eine Enttäuschung. Wir sind sauer, deswegen sind wir hier, das wollen wir bildhaft darstellen. Und jetzt möchte ich dann auch die Gelegenheit weiterreichen, dass sich
unsere Vertreter, die anwesend sind, auch hier ein paar Sätze dazu sagen können.